Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Entschuldigung, Mund gerade voll, wir essen gerade. Doch. Kracher. Kracher Blue. Oh, vom Netto heute gekauft. Schwarze Netto. Mal richtig Schleichwerbung machen hier. So. Und wir kommen jetzt zum Unboxing der 3D-Brille. Und das ist eine RF. Also die hat da wohl so einen speziellen Sensor mit bei. Die ist für Epson JVC Sony Projektors Full HD 4K 3D TVs or RF Emitter. Boah, ist das ein Wort. Packen wir erstmal aus. Also die hat einen RF Emitter mit bei. Oder so. Gucken uns das gleich erstmal alles an. Oh, die sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. So, haben wir einmal hier Full HD, Bluetooth. Oh, die hat so ja Bluetooth. USB und Mini-USB. Mhm. Okay, mal gucken, vielleicht klappt die mit meinem ja auch. So, dann haben wir hier auch noch eine Tasche mit bei, wo wir sie reinmachen können. Dann haben wir noch mal so ein grünes Tüchlein mit bei zum Putzen der Brille an sich. Dann haben wir noch mal ein USB-Kabel mit bei. Und wir haben die eigentliche 3D-Brille. Das ist diese. Mache ich mal so hoch. So, ich werde jetzt mal hier die Schutzfolie abmachen. Dann gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an. Die andere, die 3D-Brille, bin ich auch gerade noch am Testen. Die habe ich jetzt schon eingestellt auf meinen Fernseher. Das ging relativ schnell und rucki-zucki. Kennst du noch das Lied, Schatzi? Rucki-zucki, ja. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Die hat ein schönes... Also die Farbe ist schon mal toll. Die ist so weinrot, aber so ein bisschen matt. Ja, seht ihr das? Die hat auch schöne große Gläser. Ich werde mal testen. Die Bügel sind gar nicht mal so dünn. Ich werde mal testen. So. Seht ihr das? Ich kriege die auch über meine normale Brille drüber. Wackelt nicht. Hab keinen doppelten Rand hier durch die Brillen. Das sitzt schön fest. Kann gut durchgucken. So, dann haben wir hier oben eine Leuchte, einen An- und Ausschaltknopf und da ist der USB-Kabel, weil die Brille hat auch wieder, wie die anderen, eingebauten Akku. Also wir brauchen hier nichts wechseln. Achso, müsste ich ja so machen, dass ich auch sehe. 1, 2. Ja, jetzt leuchtet so rot, blau. Ach, das ist der Bluetooth-Sensor, glaube ich. 3, 4. So, jetzt ist er aus. Will ich gleich mal testen, aber die sollte rein theoretisch für meinen Fernseher nicht gehen, weil ich keinen RF-Sensor habe. Bei meinem ist es ja über Infrarot. Infrarot steuert meine Brille an und sagt, löse jetzt mal dieses Flackern aus. So einen RF-Sensor habe ich eigentlich nicht. Wäre geil, wenn es trotzdem funktionieren würde. Weil Bluetooth hat mein Fernseher. So, und hier steht auch nochmal Modell 3D-Brille plus Beamer. 3D-RF Projektor oder 3D-RF TV. Oder wir können auch die Brille plus einen RF-Emitter und dann optional, was? JVC and more. Okay. Also da steht es nochmal erklärt.
Die sollte jetzt rein theoretisch bei mir nicht funktionieren. Ich werde sie aber trotzdem testen, ob es funktioniert, weil ich habe ja Bluetooth. Vielleicht habe ich ja das Glück und das funktioniert trotzdem, weil ich habe ja einen neuen. Ich habe ja einen neuen Fernseher. Der ist ja auf dem neuesten Stand der Technik. Und dann könnte ja das Neueste vom Neuesten drin sein und auch RF vielleicht unterstützt werden. Ich müsste mal in der Betriebsanleitung gucken, weil danach habe ich nachher nicht nachgeguckt. Aber auch hier mit Täschchen kann man sich dann Gürtel hängen oder was weiß ich und zu Freunden gehen und sagen, ich habe meine 3D-Brille bei. So, aber das soll es jetzt soweit auch erst gewesen sein. Wenn ich sie wirklich nicht testen kann, wartet das letzte Video davon. Wenn ich sie testen kann, kommt noch mal später ein Video, wenn ich sie benutzt habe. Ein kleines Fazit kann ich euch schon mal zu dieser Black Diamond oder sagen. Die habe ich ja immer noch im Test. Und da kann ich schon mal vorab sagen, dass die mich überhaupt nicht enttäuscht hat. Die Akkulaufzeit ist krasse Scheiße. Im positiven Sinne. Und die war schnell mit meinem Fernseher kombiniert. Hat einen sehr, sehr hohen Tragekomfort. Also ich kann die auch längere Zeit tragen, ohne dass ich Kopfschmerzen kriege, wie bei meiner anderen 3D-Brille oder so. Kann die auch über meine normale Brille drüber machen. Und sie ist immer noch sehr bequem. Also da bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht von. Das kann ich euch schon mal sagen. Da wird es aber später nochmal ein separates Video zu geben. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.